Moin und herzlich willkommen zum Kuddelmuddel-Podcast. Heute habe ich eine großartige Frau bei mir im Podcast. Wir haben einiges gemeinsam. Sie ist Norddeutsche, sie schnackt gerne und sie ist schwarz. Das verbindet uns schon mal beide. Eine Schwester würde ich an dieser Stelle sagen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Natasha R. Kelly. Hallo, moin moin, sagt man doch. Ja. Herrlich, schön, dieses Moin zu hören. Ja, Natasha ist Feministin, sie ist Autorin, sie ist Künstlerin, Soziologin, Kuratorin, bildende Künstlerin, hat ganz viele Bücher geschrieben. Ich glaube, mittlerweile sind es 11. Das aktuelle Buch, was im September rausgekommen ist, heißt Schwarz, Deutsch, Weiblich und ist im Pieper Verlag erschienen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Buch, Natasha. Dankeschön, danke, danke. Und danke für die Einladung. Ich freue mich, mit dir hier schnacken zu dürfen. Ach, herrlich, wieder mal schnacken. In welcher Stadt bist du denn jetzt zu Hause eigentlich, wenn du schnacken sagst? Also ich lebe in Berlin, aber im Moment bin ich tatsächlich in Dortmund, jetzt wo wir miteinander sprechen. Heute Abend gibt es eine Ausstellungseröffnung im Dortmunder U, wo ich seit ein paar Monaten Teil des Kuratorinnen-Teams bin. Und endlich ist es soweit. Die Eröffnung ist ja immer dann das, worauf wir hinarbeiten. Es geht um den deutschen Expressionismus im Kolonialismus. Und ich freue mich, dass ich tatsächlich in dieser Ausstellung auch schwarze deutsche Geschichte einweben durfte. Ja. Das ist wichtig, weil es ist ja nicht immer gerade im Museumskontext präsent. Und das vermisse ich auch oft. Warum war dir das wichtig, gerade in Dortmund, in dem Museum, das so zu präsentieren und dass es auch so sichtbar ist? Ich glaube, genau aus dem Grund, ne? Also weil wir mit schwarze deutsche Geschichte nicht viele Möglichkeiten haben, ins Mainstream zu kommen, die Mehrheitsgesellschaft zu erreichen und nicht in einer anklagenden Form, huibu, ihr seid alle Rassisten, sondern in einer wirklich einfach normalen Art, Stories zu erzählen. So. Und das kann so ein Museum bieten. Ne, wenn das einfach wirklich ganz normal eingewoben und eingeflochten wird in der Erzählung, dann kommt die Geschichte auch bei den Besucherinnen anders an. Und das war mir wichtig, dass die Arbeit, die ich versuche zu machen. Ich habe ja schwarze Geschichte in Museen schon seit meiner Kindheit oft vermisst und habe oft einen Kontext vermisst, wo ich mich selber wiederfinde, mit dem ich connecten kann. Hast du das als Kind auch so erlebt? Absolut. Ich hatte bis zu meinen Teenage-Jahren, glaube ich, überhaupt gar keine Repräsentation. Das ist ganz lustig, das schreibe ich ja in meinem neuen Buch, bis dann plötzlich Arabella Kiesbauer auf den Bildschirm erschien. Und ich war erst irritiert, weil ich dachte, ach, die spricht aber komisch. Gell? So oben in Norddeutschland. Was fandst du daran komisch? Achso, weil wir Norddeutschen natürlich normal sprechen und die da unten im Süden irgendwie so komisch reden. Ja, das ist klar, das kann ich verstehen, das ist klar. Nein, aber was ich ja damals überhaupt nicht verstanden hat, ist, dass sie natürlich aus Österreich kommt und dadurch noch stärkeren Slang hat. Ne? Also nicht mal bayerisch, sondern dieses österreichische. Und ich erinnere mich daran, wie ich sie immer angeguckt habe und gedacht habe, wieso spricht sie so, wieso spricht sie so? Ich meine, das war so eine Zeit, wo ich gerade selbst gerade ganz gut Deutsch sprechen konnte. Ne? Musste ich ja auch lernen. Und das war also, und diese ganzen Akzente waren für mich extrem neu. Ja. Aber das war so. Die erste Repräsentation, die ich hatte, so, ja. Ja, ich fand Arabella großartig. Ich war am Anfang etwas irritiert, weil ich das nicht kannte, dass eine junge schwarze Frau so selbstbewusst, so laut, so schnell und so präsent spricht. Und einigen ging ihre Stimme ja auch auf den Wecker. Wie hast du das empfunden, gerade aus schwarzer, weiblicher Sicht? Wie hast du das erlebt? Ja, es ist ganz interessant, dass du das sagst, weil auf der einen Seite war ich, glaube ich, auch tatsächlich irritiert, mich das erste Mal präsentiert zu sehen, weil wir sind ja so groß geworden, ohne uns irgendwie gespiegelt zu sehen, in irgendeiner Weise, dass als es dann endlich passiert ist, ich glaube, ich so nicht darauf vorbereitet war, dass es passiert, dass es schon wieder komisch war. Ups. Weißt du, ja.
Ich glaube, das war so die erste, also jetzt im Retro-Perspektive, ne? Und kurze Zeit später kam ja dann Tic-Tac-Toe. Das weiß ich auch noch. Und da habe ich irgendwie Jetzt. gedacht, so, okay, jetzt drehen sie alle durch, ne? Also in Tic-Tac-Toe habe ich mich ja anfangs überhaupt nicht wiedergefunden. Da habe ich irgendwie gedacht, ja, die bedienen ja jeden Stereotyp. Und das hat mir mein Leben nur noch schwerer gemacht, gefühlt, ja. Ja. Das schreibst du ja auch in deinem Buch. Ich finde dein Buch deswegen auch sehr interessant, weil dein Buch viel Biografisches enthält. Und du befasst dich ja mit Feminismus und auch mit den Themen Rassismus. Und oft ist es ja so, wenn wir auf das Thema Rassismus angesprochen werden oder Diskriminierung, dann werden wir aufgefordert, unsere persönliche Geschichte, unsere eigene Geschichte zu erzählen. Und dann ist es ja oft so, dass man dann sagen kann, ja gut, das ist jetzt ein Einzelfall und dann wird es weggepackt, aber das Strukturelle wird ja nicht dadurch klar. Was ich in deinem Buch sehr schön finde, ist, dass du das immer in Kontext stellst mit dem Strukturellen. Dennoch bist du sehr detailliert ja auch in deinen persönlichen Geschichten, die du erzählt hast. Hätte man das nicht weglassen können oder hättest du das nicht weglassen können? Nein, weil ich glaube, das war tatsächlich Teil der Strategie, war es eben über meine oder über biografische Episoden aus meinem Leben, die ich dann vergleiche mit biografischen Geschichten anderer schwarzer Frauen durch die Geschichte hinweg, die Strukturen sichtbar zu machen. Also im Prinzip aufzuzeigen, dass ich mit anderen schwarzen Frauen an derselben Kreuzung stehe, sozusagen, also an derselben Intersektion, um überhaupt die Strukturen aufzuzeigen, ne? Also es geht ja von Intersektionalität aus, also als Ausgangspunkt und nicht als Ziel. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen dem weißen Feminismus und dem schwarzen Feminismus, dass der schwarze Feminismus beginnt an der Intersektion. Und der weiße Feminismus muss da erstmal hin. Das passiert, wenn man sich Professor Dr. Natasha R. Kelly einlädt ins Gespräch, dann hat man einen Satz, der so viel Content hat. Intersektionalität, Feminismus, schwarzer Feminismus, alles da drin. Lass uns das gerne noch mal ein kleines bisschen auseinander sezieren, weil ich finde genau diese Begriffe, die du genannt hast, sehr spannend und möchte genau über diese Begriffe auch mit dir sprechen. Und was ich aber als erstes machen möchte, ist tatsächlich so ein bisschen deine Kindheit oder deine erste Reise oder deine kindliche, jugendliche Reise einmal kennenzulernen, weil ich hatte am Anfang ja gesagt, es gibt etwas, was uns verbindet. Wir sind nämlich als schwarze Person im Norden aufgewachsen. Wie war denn dein Leben im Norden als junge schwarze Frau oder junges schwarzes Mädchen? Also jetzt, wenn ich zurückblicke, war streckenweise echt schrecklich, ne? Also wir kamen durch die britische Armee nach Norddeutschland. Das ist ja auch ein Teil deutscher Geschichte, was selten erzählt wird oder ich sag mal immer hinter der US-amerikanischen Geschichte zurücksteht, weil die Amis, dass die im Süden waren und so, das wissen wir ja jetzt. Aber im gleichen Zug waren halt tatsächlich die Briten im Norden und es gab britische Kasernen und so kam ich ja überhaupt nach Deutschland. Und nach dem Falklandkrieg, als mein Stiefvater gefallen ist, dann wollte meine Mutter nicht nach England zurück. Und sind dann durch diesen Tor gegangen und waren plötzlich in so einem Dorf in Norddeutschland. Ja, also alles war deutsch. Die Sprache, die Menschen, es war wirklich einfach so ein Unterschied. Und wir waren die einzige schwarze Familie in dem Dorf und sind dementsprechend auch aufgefallen. Und das fand ich sehr anstrengend, ne? Also egal wie oder was, wir konnten uns nicht anpassen, also nur bedingt anpassen. Dann hatten wir auch keine konventionelle Familie. Meine Mutter war alleinerziehend mit uns Vieren. Also ich habe noch drei Schwestern und mir. Und was ja auch zu der damaligen Zeit nicht, also ich würde nicht sagen nicht normal, aber heute ist es gängiger. Du siehst ganz unterschiedliche Familienkonstellationen, die es damals halt nicht gab. Ja. Und Damals auf dem das waren auch. Dorf, damals auf dem Ja. Dorf als alleinerziehende Frau mit 4 Kindern, das ist schon im negativen Sinne ein Hingucker gewesen, ne?
Genau, und schwarz noch dazu, also Ja. auffälliger konnte es nicht werden, schon fast, Ja. weißt du? Ja. Genau, und ja, und so war ich dann, bin ich dann groß geworden, ne? Das, ich kenne gewisse Parallelen ja auch. Also mein Bruder und ich sind im Landkreis Oldenburg aufgewachsen und unsere Familie mit meiner kleinen Schwester, wir waren auch die einzigen Schwarzen weit und breit und überall, wo wir lang gegangen sind, haben die Leute natürlich geguckt, bis dahingehend, dass sie uns in die Haare gefasst haben oder das N-Wort hinterhergerufen haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das auch an vielen Ecken erlebt habt. Und für mich war übrigens die, wie soll ich das sagen, also die Präsenz der britischen Soldaten schon sichtbar. Also in der Lüneburger Heide gab es ja viele Kasernen und wenn es mal Manöver gab, dann waren viele britische Soldaten auf der Autobahn unterwegs. In Osnabrück zum Beispiel, da gab es ja auch eine Kaserne. Ich hatte sogar ein Jung bei mir in der Klasse, Oliver hieß der, sein Vater war britischer Soldat. Also ich hatte schon Verbindung damit, obwohl ich die oder obwohl so die Reputation der amerikanischen Soldatinnen und Soldaten etwas cooler war, weil die natürlich so den Funk und Soul, das Radio, das American Way of Life mitgebracht haben. Die britischen Kasernen waren jetzt nicht so spektakulär. Obwohl, Hast du finde das ich auch so schon, weil wahrgenommen? das wir, obwohl, finde ich schon, was wir immer unterschätzen, ist, dass die den Reggae mitgebracht haben, ne? Also ich erinnere mich an die vielen Oh ja. Reggae-Knopf damals. Ja. Also man denkt ja irgendwie, der Reggae wäre irgendwie Stimmt, stimmt, per. stimmt, stimmt. Doch, doch, doch. Also der ganze Reggae, ich erinnere mich auch an einen besonderen Reggae-Club, wo wir früher immer hingegangen sind. Neons hieß das immer, In außerhalb von Berlin. Bielefeld. Ja. Oh, da war ich auch. Alter, da warst Siehst du auch. du? Siehst du? Ja. Und das war durch den Einfluss der karibischen, britischen Soldaten, diese ganze Stimmt. Reggae-Vibe, der dann auch in den Rodigan. neuen Rodigan, verstehst du? Das war, also das Ja, finde ich, Rodigan Rockers, genau. Ja, stimmt, das stimmt, stimmt, hast stimmt, du anders stimmt. gespürt, ja? Also, und es war vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit präsent, ne? Durch Hip-Hop, was kam, Basketball, diese Amerikanisierung, diese eh seit dem Zweiten Weltkrieg Überhandnahm in Deutschland. Aber diese ganze Reggae-Welle, die spürst du ja heute noch, wenn ich an Berlin denke, Jam oder so. Das sind alles Nachwehen dieser Zeit. Absolut. Ach, vielen Dank, dass du das wiederbelebst jetzt in mir. Das hatte ich schon fast vergessen. Das Neon, richtig. Ja, lustig. Got it. Ja. Das hat uns sehr geprägt. Das ist richtig. Wie war es denn für dich in der Schule? Wie war es mit Freundinnen und Freunden? Konntest du da connecten? Du bist ja nicht in Deutschland geboren. Du bist ja in England geboren und bist mit wie vielen Jahren nach Deutschland gekommen? Bin in London geboren und ich bin mit 8 nach Deutschland gekommen, bin damals in die 4. Klasse gekommen, das weiß ich noch. Und meinen ersten Schultag beschreibe ich im Buch auch. Ich fand das ganz schlimm, ne? Also Kinder sind halt einfach brutal ehrlich, ja. Ja. Und ich habe mich wie eine Attraktion gefühlt einfach, ne? Also vor allem, was das Ganze auch erschwert hat, ist nicht nur, dass ich schwarz bin, sondern auch damals kein Deutsch gesprochen hat, weißt du? Also lief die Kommunikation wirklich auf so einer visuellen Ebene, ne? Mit Nicken und ja, und dann das verstärkt ja das Sehen so. So habe ich mich gefühlt, dass ich dann noch intensiver angestarrt wurde und Leute über mich gesprochen haben. Ich habe kein Wort verstanden, ne? Und dann ist Deutsch auch noch so eine harte Sprache. Also wenn du es noch nicht verstehst, kommt es ja sehr nein, 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 rüber, ne? Also, und das ist das, woran ich mich erinnere, an diese Härte der deutschen Sprache und mich dann alleine durch das Sprechen so ein bisschen angegriffen gefühlt habe. Weil ich dachte so, oh Gott, was ist mit den Deutschen los? Ja. Ja. Und wie lange hat es gedauert, bis du so connecten konntest, bis du eine beste Freundin hattest oder einen besten Freund? Nicht lange tatsächlich. Also meine erste beste Freundin erinnere ich mich, die hieß Nicole. Die hat mir auch das Deutsch beigebracht, tatsächlich. Wir haben dann in der Pause immer die Fibel aus der 1. Klasse gelesen. Und die war leidenschaftliche Lehrerin, glaube ich, ne? Wenn sie nicht heute sogar Lehrerin geworden ist, die hat mir Deutsch beigebracht. Also daran das werde ich nicht vergessen. Und ich glaube, ein Jahr später konnte ich mich gut
verständlich, sagen wir es mal so, mitteilen und auch, na, also Kinder lernen ja schnell. Das ist halt der Vorteil. Ja. Ne? Ich glaube, nach einem Jahr konnte ich gut Deutsch sprechen, würde ich sagen, ja. Und ich finde, du sprichst sehr gut Deutsch. Also das meine ich jetzt gar nicht herablassend, sondern man hört nicht, dass Deutsch nicht deine erste Sprache ist, sondern wenn ich mich so mit dir unterhalte, klingt es wirklich sehr Norddeutsch. Ich wollte gerade sagen Norddeutsch, ja. So, ich glaube, da hinter dem Norddeutschen versteckt sich so ein bisschen mein englischer Slang. Ja. Und wenn ich unkonzentriert bin, dann kann ich auch kein Deutsch. Also dann bin ich wirklich, wenn ich müde bin, wenn ich unkonzentriert bin, dann weiß ich keinen Artikel mehr. Ne? Ich weiß, hä, das Auto, der Auto, die Auto, ist egal, hört sich alles gut an, nimm irgendwas. Ne? Also dann bin ich, dann merkt man, dass es tatsächlich geübt ist. Ja. Bist du dann Engländerin, wenn das verschwindet? Also was kommt dann hervor oder kommt dann die Jamaikanerin hervor? Interessante Frage. Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie als Britin verstanden, weil auch als wir in England gelebt haben, sind wir in der jamaikanischen Community groß geworden und wir hatten immer Jamaicans um uns herum. Ne? Also in welchem Stadtteil hast du gelebt in London? In Hackney. Ne? Also in Hackney, was okay. Einfach Jamaican geprägt ist und ja. So britisch kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. Ich glaube, das einzig Britische an mir ist der Pass, ansonsten nicht. Also ich habe zwei Pässe, ich habe jetzt Deutsch und Britisch. Ich habe gedacht, weißt du, ich behalte den Britischen, wer weiß, was irgendwann mal passiert. Ja. Und nein, ich bin durch und durch, also vom Gefühl, emotional, generational, definitiv Jamaican Caribbean auf jeden Fall. Ach, das finde ich ja spannend. Ja, das also ist ja in, kommt. Ja, das. Ja, finde ich sehr spannend. Bist in London geboren, lebst seit deinem 8. Lebensjahr in Deutschland und bist Jamaican. Ja, absolut. Also das ist das, was die Kultur, die bei uns zu Hause gelebt wurde. Ne? Also sowohl, es spiegelte sich im Essen wieder, im, ne? Also Rice and Peas am Sonntag war ein Muss. Weißt du, wenn nicht, dann war irgendwas. Also alleine, wenn ich darüber rede, habe ich den Geruch in meiner Nase. Ne? So von, ich weiß nicht, ob du diese kulturellen Einflüsse kennst. Kenne ich sehr gut. Ich habe auf jeden Fall von da mein Temperament definitiv von den Frauen in meiner Familie, die einfach, das sind einfach taffe Frauen. Ne? Also, ja. Wenn ich in Klischees sprechen darf, jamaikanische Frauen sind ja wirklich sehr tough. Wenn man so schwarze Frauen aus unterschiedlichen Regionen vergleicht oder in London auch mal schaut, finde ich, dass besonders jamaikanische Frauen sehr selbstbewusst und sehr tough und sehr geradeaus sind. Würdest du das bestätigen? Ich würde das absolut bestätigen und auch das ist aber strukturell bedingt. Und das zeige ich auch in meinem Buch auf, dass es eben Jamaika früher eine britische Kolonie war und dadurch viele Männer abgewandert sind sehr früh. Also ob es zum britischen Militär war oder zum Arbeiten im Ausland, also nicht nur in the UK, sondern auch in USA und Kanada. Das waren die Orte, wo sie dann hingehen konnten, um Geld zu verdienen, oft Geld nach Hause geschickt haben sozusagen. Und so blieben die Frauen schon sehr, sehr früh alleine. Ja, eigentlich davor noch. Eigentlich reicht es weit, viel weiter zurück, sogar zum Ersten Weltkrieg, würde ich noch sagen. Und dadurch kam es dazu, dass dann eben die Frauen sozusagen den Haushalt führen mussten, Kinder und letzten Endes auch die Insel auf Trab halten mussten, ja, weil sie mehrheitlich eben da waren. Und das ist das, was sich in vielen Familien wiederfindet, dass also dass einfach die Kontrolle des Haushalts der Familie sehr von Frauen bestimmt ist einfach. Das ist so geblieben durch die Zeit. Und dann kam die Möglichkeit für Frauen das erste Mal ins Ausland zu gehen und mitzuverdienen. Und das war durch den Care-Sektor. Na, also dann viele PflegearbeiterInnen wurden gesucht und meine Oma beispielsweise kam auf diesem Weg nach England und ist Krankenschwester gewesen,
Ja, und ich glaube, in jeder jamaikanisch-britischen Familie ist mindestens eine Krankenschwester. Also so zeigt sich das dann strukturell oder irgendwie im Care-Bereich tätig. Ja. Ja, das schreibst du auch in deinem Buch. Das fand ich sehr interessant, dass du sagtest, in jeder Familie ist höchstwahrscheinlich eine Frau Krankenschwester gewesen. Ja. Und das finde ich bezeichnend, weil es ja ein ganz wichtiger, ein systemrelevanter Beruf. Und ein Beruf, der nicht gesehen wird gesellschaftlich und gar nicht dementsprechend ja auch honoriert wird. Und wenn du jetzt gerade auch von der Insel erzählt hast, ich habe es selber einmal erlebt, ich war in Jamaika und bin dort gelandet. Und das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, wie eine Frau, eine jamaikanische Frau, einen Grenzbeamten, also hier würde man sagen, einen Bundesgrenzschutzpolizisten oder einen Grenzpolizisten, richtig zusammengefaltet hat. Er hat irgendwas gemacht, was wohl nicht in Ordnung war aus ihrer Sicht, und die hat ihn so zusammengeschissen, dass man das in der ganzen Halle hören konnte. Ja. Ich habe sowas noch nie erlebt und dachte so, alles klar, willkommen in Jamaika, im Land der selbstbewussten und starken Frau. Das fand ich sehr beeindruckend. Alltag in meiner Familie. Und das bringt uns zum Thema. Das ist nämlich genau das Ding, dass ich wirklich in so einer Struktur groß geworden bin, wo Frauen sich nie unterdrücken lassen haben. Das kenne ich gar nicht. Also das kenne ich gar nicht, dass eine Frau sich von einem Mann irgendwas sagen lassen würde. Weißt du, so wie man das in so einem weißen europäischen Kontext, oh, und mein Mann will nicht, dass ich arbeiten gehe, wo ich dann manchmal denke, so, das ist so fern von meiner Realität. Weißt du, weil Frauen bei uns immer gearbeitet haben, immer das Sagen haben, so tough waren, sich so krass durchgesetzt haben. So bin ich groß geworden. Ja. Wie sind die Männer damit umgegangen? Oder wie gehen die Männer damit um? Ja, interessant. Also vielleicht ist das der Grund, warum viele Männer echt abhauen. Weil sie den Schwanz einkneifen und um die Ecke geht. Weg. Viele Männer und Väter in der Karibik, also in Jamaika kann ich auf jeden Fall sagen, sind abwesend. Ja, ja, sie ja. sind, das ist leider die bittere Realität. Mein Vater dann auch, weißt du? Und viele Männer haben auch viele Frauen. Also ein Mann hat viele Frauen, sagen wir es mal so. Multiple Mütter, multiple Kinder mit verschiedenen Frauen. Ich weiß nicht, das gilt es noch zu untersuchen, warum das so ist, aber das ist tatsächlich eine Folge dessen, ne? Viel in der Welt unterwegs zu sein, an vielen Orten sich niederzulassen oder niederlassen zu müssen aufgrund der Geschichte. Und überall dieser Versuch, eine Familie zu gründen, ist das tatsächlich die Konsequenz, glaube ich. Ja, dass überall, ich weiß nicht, ich habe auch viele Geschwister väterlicherseits tatsächlich. Interessant. Also du sprichst ja auch das Thema Feminismus in deinem Buch natürlich an, weil es ja dein Thema ist. Was ist, um da vielleicht nochmal einzusteigen, was ist deine Definition von Feminismus? Feminismus ist das strategische Handeln, das Patriarchat abzubauen. Ganz kurz gesagt. Also Feministen sind nicht nur Frauen, Männer können auch feministisch handeln. Es geht aber wirklich darum, das strukturelle Veränderungen herbeizubringen. Das heißt, das Patriarchat zu dekonstruieren, damit überhaupt Gleichstellung aller Geschlechter möglich wird. Das ist jetzt wirklich die sehr Kurzfassung. Ja, und hier und da bezeichnest du dich oder wurdest ja auch als radikale Feministin bezeichnet. Was ist das Radikale daran bei dir? Dass ich unapologetic bin, was das angeht. Also das ist meine Radikalität. Also ich finde, ich habe eine Null-Toleranz-Grenze. So. Ja. Unapologetic heißt direkt, also an oder aus, und bei dir ist es dann halt direkt an. Ja, ist ja auch in seiner Konsequenz. Ich würde es ja eher als bedingungslos übersetzen, weißt du? Ja, also genau. Dass,
Genau, oder kompromisslos tatsächlich. Also genau diese Nulltoleranz. Also es gibt nicht ein bisschen Rassismus und es gibt auch nicht ein bisschen Sexismus. Genauso wenig, wie es ein bisschen schwanger gibt. Weißt du? Ja. Und dann wird immer versucht, so Kompromisse zu machen. Ja, aber so ein bisschen dies darf ich. Und wo ich dann sage, so nee, darfst du nicht. Weil, nein, es gibt ja auch einfach eine Struktur und die ist da oder ein System und das ist da, ne? Und das ist ja auch unapologetic, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, aber es ist ja auch konsequent und das ein System funktioniert ja auch leider gnadenlos und da muss man halt auch an der Struktur etwas verändern und das sehe ich auch als ganz wichtig an. Was bedeutet dann für dich schwarzer Feminismus? Worin unterscheidet der sich vom Feminismus oder vom gängigen Begriff des Feminismus? Also ich glaube, einen Unterschied habe ich ja vorhin schon genannt, also dass unser Ausgangspunkt einfach intersektional ist. Ich kann da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu dem wunderschönen Wort Intersektionalität. Okay, ja, aber es ist schwer zu erklären, ohne diesen Begriff zu verwenden, ja. Also weil in meinem Feminismus, also als schwarze Frau, gehen Race, Class und Gender sind immer miteinander verknüpft. Und das ist ja genau, was mein Startpunkt ausmacht. Ja, ich starte von einer Position, wo ich von Mehrfachdiskriminierung betroffen bin. Und weiße Feministinnen, die sind meist nur, in Anführungsstrichen, nur von Gender betroffen. Schauen sich also auch nur Gender-Thematiken an. Beispielsweise, warum weiße Frauen nicht genauso viel verdienen wie weiße Männer. Ja, lassen aber dabei aus den Blick, dass es noch viele andere Frauen in der Gruppe Frau gibt, sozusagen, die nicht mal Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Ja, also es ist, der weiße Feminismus ist sehr elitär, es ist klassistisch, es ist ableistisch, also es lässt viele Gruppen von Frauen außen vor. Ja, und die gehen von einer homogenen Kategorie Frau aus, ja, also dass alle Frauen gleich sind und zwar so gleich wie sie, aber dass Frauen an sich sehr unterschiedlich sind, das wird dann nicht in den Blick genommen und das ist gezielt das, was der schwarze Feminismus macht, zu sagen, nein, wir sind nicht alle gleich, im Gegenteil, wir sind alle unterschiedlich als Frauen und genau diese Unterschiede müssen ja berücksichtigt werden. Und jetzt ist es allerhöchste Zeit, den Begriff Intersektionalität vielleicht nochmal genauer zu besprechen, weil der ist ja auf der einen Seite in aller Munde, in vielen Kreisen. Auf der anderen Seite können vielleicht die eine oder andere Person gar nichts damit anfangen. Was bedeutet Intersektionalität für dich? Intersektionalität ist ein Analysetool, was von Kimberly Crenshaw, Professor Dr. Kimberly Crenshaw in den USA in den späten 80er Jahren entwickelt wurde, um eben Mehrfachdiskriminierung sichtbar zu machen. Also das heißt, dass wir als schwarze Frauen nie nur von Rassismus betroffen sind und nie nur von Sexismus betroffen sind und nie nur von Klassismus betroffen sind. Wir sind von allen drei Dingen gleichzeitig betroffen. Also und diese Diskriminierung wirken gleichzeitig und bilden daher eine Form der Mehrfachdiskriminierung. Und wir können nie klar sagen, was diese Diskriminierung verursacht hat, ob es jetzt Race, Class oder Gender war, weil es einfach zusammenwirkt. Und das ist das, was Intersektionalität sichtbar macht. Also Intersektionalität kommt von Intersection, was im Englischen Kreuzung heißt. Und wir stehen in dieser Machtmatrix als schwarze Frauen an derselben Kreuzung und sind derselben Struktur an dieser Stelle ausgeliefert. So würde ich das beschreiben. Ja. Und warum ist es wichtig, das intersektional auch zu betrachten im Kontext der Gesellschaft? Also, dass wir einen intersektionalen Blick drauf haben, wenn wir gesellschaftliche Themen besprechen. Weil jede Person an einer anderen Kreuzung steht. So könnten wir es sagen. Oder auch jede Gruppe, wir könnten es auch gruppenbezogen betrachten. Aber ich finde es besser, das wirklich auf der Mikroebene, also jedes Individuum steht an einer spezifischen Kreuzung und ist von bestimmten Strukturen berührt, hat unterschiedliche Privilegien oder ist aufgrund von bestimmten Merkmalen benachteiligt.
Und da muss man nämlich genau hingucken, weil es eben halt keine Patentlösung gibt für Rassismus, also oder Diskriminierung allgemein. Und wenn wir durch eine intersektionale Linse schauen, können wir halt genau sehen, was wirkt und wo man im Prinzip ansetzen muss, um die Diskriminierung zu reduzieren oder zu lindern. Und momentan, was halt gemacht wird, ist ja sozusagen Diskriminierung und Rassismus alles irgendwie in einem Sack schütteln, draufhauen und dann triffst du den Richtigen, so nach dem Motto. Aber so funktioniert's ja nicht. Also es gibt ja keine Patentlösung für Rassismus oder Diskriminierung allgemein. Und das ist das, was Intersektionalität kann. Es kann dir nämlich genau sagen, was wie wirkt. Und vor allem dann, wie wir vereinen ja alle verschiedene Unterschiede in uns. Also im deutschen Kontext werden Unterschiede oder Differenzen meistens außerhalb gesucht, ne? Irgend so, die anderen sind es, die, aber die sind ja in uns drin, die Unterschiede. Wir sind ja sehr facettenreiche Wesen, ja. Und das ist das, was berücksichtigt werden kann in dem intersektionalen Ansatz. Macht das jetzt Sinn? Hast du das Thema, es macht sehr viel Sinn, es macht sehr, sehr viel Sinn. Und du gibst ja auch Workshops und hältst Vorträge und ich mache ja auch einige Diversity-Workshops und da ist ja das Thema Diskriminierung ein wesentlicher Bestandteil. Und vielleicht kannst du nochmal sagen, weil wir jetzt ja über Diskriminierung und Rassismus gesprochen haben und die intersektionale Betrachtung von Menschen, was Diskriminierung mit uns macht. Ich glaube, für viele Menschen, die nicht oder sich das nicht so richtig bewusst machen, ist Diskriminierung einfach ein Thema, was da ist. Aber was macht Diskriminierung vielleicht nochmal aus deinem Munde mit Menschen? Was kann es im privaten, im beruflichen, im gesellschaftlichen Kontext mit Menschen machen? Also ich glaube, die beste Beschreibung dazu habe ich tatsächlich bei Audre Lorde gelesen. Also sie ist US-amerikanische Wissenschaftlerin, Autorin und Poetin. Und sie ist auch Krebsüberlebende und hat Krebstagebücher geschrieben über ihre Reise mit dem Krebs sozusagen, also ihr Kampf gegen den Krebs. Und sie hat den Rassismus, den sie erlebt hat, mit ihrem Krebsgeschwür verglichen. Und wirklich insofern, dass Rassismus dich ja auch von innen auffrisst, ja, dir Schmerzen zubereitet, psychologischer Art, also weniger dann physisch wie der Krebs selbst, aber psychologisch, und dich von, und tötet, langsam, aber sicher, tötet, ne, von innen. Und so würde ich, also das war, glaube ich, die beste Beschreibung, mit der ich mich auch, wo ich mich wiederfinden konnte, auf der Gefühlsebene, was es einfach wirklich beschrieben hat. Also etwas, was so tief in deine Seele reingeht, wie ein Geschwür sich da festklammert und anfängt dich von innen aufzufressen. So. Und jedes Mal, wenn du dann so eine rassistische Diskriminierung erlebst, wird dieses Geschwür gestärkt und gestärkt und gestärkt und wird immer stärker und frisst dich immer mehr und immer mehr auf, bis du wirklich am Ende daran zugrunde gehst. Ne? Also wir reden ja viel zu wenig über die psychologischen Folgen von Rassismus in dieser Gesellschaft, finde ich. Ja. Und Suchterkrankungen oder Suizid sind zwei der bekanntesten. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, diese Debatte mal hinzukriegen, um auch tatsächlich auf die Auswirkungen auch zu schauen. Ne? Deswegen habe ich das nochmal so direkt angesprochen, weil das, was ich bei dir sehr schätze, ist, dass du auf der einen Seite sehr konkret und sehr praktisch und sehr lebensnah Dinge ausführen kannst, aber auch wieder in die Struktur reingehst und sagst, was es strukturell bedeutet. So ist es ja auch in deinem Buch, wenn du Biografisches erzählst und das dann in den strukturellen Kontext bringst. Das, finde ich, erklärt es sehr gut. Lass uns nochmal auf etwas eingehen, was auch empowernd sein kann. Wir haben eben über schwarzen Feminismus gesprochen und du hast erklärt, was das genau bedeutet, auch im Zusammenhang mit Intersektionalität.
wie weit kann schwarzer Feminismus auch schwarzen Männern helfen? Weil du hast ja vorhin gesagt, jamaikanische Männer haben manchmal die Biege gemacht, weil die Frauen ihnen zu stark waren. Und vielleicht hilft es ja schwarzen Männern, aber auch Männern im Allgemeinen, sich auf den Feminismus einzulassen und dass man als Mann vielleicht sogar auch feministisch handelt und etwas davon hat. Da könntest du jetzt Advokatin für die Männer auch sein oder zumindest für den Feminismus, damit die Männer auch Lust haben und sich auch öffnen für Feminismus. Also unbedingt. Ich glaube, weil das Patriarchat ja strukturell ist, ja, beeinflusst es natürlich auch Männer. Und zwar nicht nur zum Vorteil. Ich glaube, dieses Beispiel mit den jamaikanischen Männern ist ja das beste Beispiel. Ich glaube nicht, dass sie glücklicher sind, nur weil sie überall Kinder zeugen und ein Baby-Trail hinterlassen, hätte ich fast gesagt, ja. Sondern ich glaube, dass das Patriarchat Männern auch schadet. Ja, ist auf einer anderen Art, wie es Frauen, auf einer anderen Art, wie es Frauen schadet, auf jeden Fall. Aber ich vergleiche das immer auch mit Rassismus. Rassismus ist ja für weiße Menschen auch nicht gut, ne? Also weiße Vorherrschaft ist ja auch schlecht. Es ist ein schlechtes, wie sagt man, es ist ja für weiße Menschen auch nicht gut. Und so ist das Patriarchat, schadet Männern doch auch. Ja, also dass es, also Überheblichkeit oder toxische Männlichkeit ist ja auch ungesund. Ja, also es tötet Männern ja auch von innen und frisst sie auf. Vielleicht sehen es viele Männer nicht, weil sie sich davon nähren, ja, und genau diese toxische Männlichkeit ausleben. Aber ich glaube, dass toxische Männlichkeit für Männer auch nicht gut ist. Und dass es ihnen gut beholfen wäre, sich auch feministisch zu verhalten, um gegen ihre eigene innere toxische Männlichkeit anzuarbeiten, die sie ja genauso von innen auffrisst, ja. Also, und das wäre so ein bisschen mein Vergleich, wenn das. Macht das Sinn, was ich dir hier erzähle? Ja, ich habe für mich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass, und ich habe auch ein Bild für mich im Kopf, wenn ich mit einer Person zusammenlebe oder wenn ich in Nachbarschaft mit einer Person zusammenlebe und ihr immer alles wegnehme und klaue und sie schlecht behandle, muss ich ja irgendwann damit rechnen, dass das irgendwann zurückkommt. Die Person, die nebenan wohnt, ist ja dann nicht immer wohlwollend mit mir. Und für eine friedliche und für ein respektvolles Miteinander ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch auf die Bedürfnisse der anderen Person, meiner Nachbarschaft, meiner Mitbewohnerin, meines Mitmenschen, meiner Partnerin auch darauf achte. Ja, und ich würde sogar noch ein Level tiefer gehen, weil es doch deiner Seele nicht gut tut, wenn du jemand was wegnimmst. Ist es nicht das, was wir unseren Kindern ja immer sagen? Ne? Also es ist, und die Ebene finde ich halt noch extrem wichtig mitzunehmen. Ja, also das ist dir, das eine ist, weil es gibt ja tatsächlich Leute, die haben ja Freude dran, anderen Leuten was wegzunehmen, sehen aber nicht, dass es ihre eigene Seele nicht gut tut, ja, jemandem was wegzunehmen und Freude daran zu haben, auch jemandem was wegzunehmen. Das ist ja, was im ersten Moment zwar positiv erscheint, für einen aber extrem schädlich ist. Und das ist doch der springende Punkt, ja. Also das ist ja, Männer würden jetzt sagen, ach nö, ich will ja, dass meine Frau alles macht, tut und hast du nicht gesehen. Und äußerlich erscheint ihm das vielleicht, ja, weil ich der Macho bin, aber innerlich frisst ihm das ja auf, weil letzten Endes hat er ja auch Respekt vor seiner Mutter, im besten Fall, weißt du, also, oder sollte es haben, und Liebe für seine Mutter, was ihm ja eigentlich im Innern ja zerstört, wenn er eine Frau so behandelt, wie er nicht will, dass seine Mutter behandelt wird, weißt du? So würde ich das vielleicht. Ja. Sehr guter Vergleich. Ich würde jetzt gerne auf dich nochmal persönlich kommen, auf deine Identitäten, weil du hast ja über Intersektionalität gesprochen und wollte dich mal fragen, was so deine Identitäten, deine Rollen im Leben sind. Also du bist Jamaikanerin im Herzen, dein Pass ist britisch und deutsch. Ich würde dich auch als Norddeutsche vereinnahmen. Da können wir auch gerne nochmal im Einzelnen drüber sprechen. Aber es gibt ja noch viele andere Bereiche von dir oder Identitäten. Welche gibt es da noch?
Ich bin Mutter. Das ist eine meiner wichtigsten Rollen, glaube ich. Einer meiner großen Challenges meines Lebens, glaube ich. Also Challenges im positiven Sinne, absolut. Aber eine Rolle, die ich auch nicht loslassen werden wollen würde. Man ist ja immer Mutter, ne? Auch wenn die Kinder groß sind. Ja. Du bist auch stolze Mutter, ne? Deine Tochter. Absolut, ja. Mit ihr arbeitest du ja auch zusammen. Genau. Und ja. Die hat deine Buchausstellung begleitet. Und genau. Organisiert für dich, wo du ja auch sehr stolz drauf warst. Also das ist schon was Besonderes, eine besondere Verbindung für dich. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Ja, eigentlich hast du schon alles gesagt. Also es ist eine besondere Verbindung. Also wir sind einfach extrem close, ne? Und sie ist ja schon erwachsen und ich würde auch schon fast sagen, die ist mit meiner, nicht nur Tochter, sondern auch beste Freundin auch, ne? Also ich lerne täglich von ihr. Ja, also immer noch sozusagen, ja, also will ich einfach auch nicht missen. Also sie ist die erste Person, an die ich denke, wenn ich morgens aufwache und die erste Person, an die ich denke, wenn ich abends schlafen gehe, ne? Also es ist halt so ein, ja, weiß ich nicht, Best Friend, BFF heißt sie. Was für ein Geschenk. Ja, voll, absolut. Also wir waren ja auch immer zu zweit, ja. Also und das hat, glaube ich, auch sehr viel damit zu tun, dass wir, also kann ich mir halt anders nicht mehr vorstellen, ne? Also das, ja, und ansonsten bin ich, I'm an activist and educator. Es ist das, glaube ich, also in welcher Rolle auch immer. Und ich glaube, egal welchen Kanal ich bediene, ob es jetzt, am Museum mit kuratieren oder an der Uni ist, ich bilde weiter. Also ich glaube an die Kraft der Bildung tatsächlich auch und der Weiterbildung und des Wissens. I'm a knowledge producer, ne? Also das macht im Englischen, hat es nochmal einen anderen Anklang als im Deutschen, finde ich, was ja sehr stark dieses, oh, sie ist Professorin oder sie macht das und das. Also ich vermittle halt gerne, ja. Das ist das, was ich mache. Und ich benutze dazu unterschiedliche Kanäle, ob es jetzt eben die Kunst ist oder die Wissenschaft, wie gesagt. Ja, das ist, was ich auch mache. Was war denn die Motivation für dich, als Knowledge Producer unterwegs zu sein und den Menschen etwas zu geben? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist auch etwas, was ich auch früh mit in die Wiege gelegt gekriegt habe. Dass letzten Endes jamaikanische Frauen sind ja mehr von Class betroffen als von Race, ja? Also es ist wirklich eine Klassengesellschaft in Jamaika. Und um eben aus der Unterschicht rauszukommen, hilft die Bildung. Ja, also Bildung befreit. Und mit diesem Mantra bin ich groß geworden, glaube ich. Ja, also um mich aus dieser Unterklasse zu befreien, musst du eine entsprechende Bildung haben. Was sehr spät an Erkenntnis dazu kam, ja, in meinem Leben war, dass Rassismus dich immer unten halten wird. Das hat mir keiner gesagt, ja. Und da war ich immer bestrebt. Ich war immer eine super Ehrgeizige, ja, dadurch, ne. Also eine super, okay, es gab auch Zeiten, wo ich super faul war. Das will ich ja auch nicht leugnen. Aber ich bin schon eine sehr ehrgeizige Person. Und als ich dann die Erkenntnis hatte, ist egal, wie ehrgeizig du bist, der Rassismus ist wie so eine gläserne Decke auch, ja, was dich als schwarze Frau eben halt nicht weiterkommen lässt, das war eine ganz andere Erkenntnis, glaube ich. Und trotzdem glaube ich auch, dass Wissen einem auch helfen kann, Rassismus zu dekonstruieren und sich aus diesen Machtstrukturen auch zu befreien. Und das ist das, was mich, glaube ich, das machen lässt, was ich mache. Wenn wir jetzt deine verschiedenen Identitäten nehmen, Frau, Jamaikanerin, Britin, Norddeutsche, Mutter, Aktivistin, Educational, wie hast du es nochmal genannt? Ich fand das Wort zu schön. Knowledge Producer. Educator. Knowledge Producer.
Educator, ich finde das ein sehr schönes Wort. Gibt es Momente, wo eine deiner Identitäten mit der anderen Identität vielleicht im Konflikt sind? Also es ist interessant, dass du da britisch aufführst, weil als Britin sehe ich mich überhaupt nicht. Also da wäre ich. Aber du da hast ja wär den Pass, ne? Ja, genau, aber das ist wirklich auch das Einzige, was britisch an mir ist. Dieses this piece of paper sozusagen. Ja. Also da wehrt sich in mir was. Also ich würde mich auch nicht als Britin bezeichnen. Also eher bin ich Deutsche. Also nicht nur Passdeutsche, sondern ich bin ja auch in Deutschland sozialisiert. Deutsch ist inzwischen meine erste Sprache, ist meine Arbeitssprache, die Sprache, mit der ich mich am wohlsten fühle. Und vor allem, wenn ich irgendwo im Ausland unterwegs bin, ja, bin ich die Deutsche. Also da wird keiner irgendwie sagen, ah, guck, da kommt die Britin oder so, sondern da kommt die Deutsche so. Ja, also und wenn irgendwas ein Konflikt Und wie kannst du damit leben? Gut inzwischen. Gut. Also ich glaube, es gab eine Phase, als ich so Teenager war, ey, da habe ich mich mit Händen und Füßen gewehrt, Deutsche zu sein, ja. Also weil ich hatte diese negative Assoziation mit Deutschland. Deutsche waren alle Nazis und die haben Schwarze eh nicht akzeptiert und hast du nicht gesehen. Und inzwischen, ja, durch die Weiterbildung, die ich ja auch durchhabe, sehe ich das total anders, ne? Also da würde ich schon auf jeden Fall sagen, ich bin sowas von deutsch. Ich sage ja immer, ich bin deutscher als die Deutschen. Ich bin ja norddeutsch, weißt du? Also ja. Ich bin der richtige Rübe, weißt du? So von daher, ja. Das sage ich auch mal. Ich bin deutscher als die Deutschen, aber oder norddeutscher als die Deutschen. Was ja, ist denn an dir ja, norddeutsch? Genau. Das würde mich nochmal wirklich interessieren. Was zeichnet deine norddeutsche Identität aus? Wie norddeutsch bist du und was hast du für einen Draht zu Norddeutschland? Was ist das Norddeutsch? Das ist ja auch eine interessante Frage. Wenn ich es so regional sehen würde, ich glaube, ich bin ein Landei, auf jeden Fall. Also ich lebe in Berlin, aber ich vermisse die ländliche Ruhe. So bin ich ja groß geworden. Ich meine, damals habe ich ja immer geschimpft, weil es gab ja nichts zu tun, ne, und so. Aber das würde ich mir ja heute zurückwünschen, ne? Also die Weite, die Natur, das Land, die Kühe auf der Wiese. Ja, also ich glaube, Kinder, die in Berlin groß werden, wissen nicht mal, wie eine Kuh in echt aussieht. Ja, also die gehen ja in den Zoo, um eine Kuh zu sehen. Und das ist ja so absurd eigentlich. Weißt du, wo du irgendwie denkst, boah, so weit ist es gekommen, dass jetzt Kühe im Zoo sind. Ja, aber das ist das, wo ich das am meisten halt merke, dass mir, also die Stadt wird mir oft zu eng. Ja. Das spüre ich ganz oft. Das finde ich ist etwas, wenn du auf dem Land groß geworden bist, du diese Weite hast, diese Menschenlehre, ja, das ist das, was mich sehr auszeichnet, glaube ich. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt eine soziale Phobie habe oder so, so weit würde ich nicht gehen, aber ich würde schon sagen, dass ich das Land schon vermisse, ja. Also einfach der Geruch von Dünger am frühen Morgen. Von Gülle. Sag's doch einfach. Die Gülle. Das ist so lustig, dass du das sagst. Aber das ist bei mir genauso. Ja, das finde ich schon. Das hat mich sehr stark geprägt, ländlich groß zu werden. Das würde ich schon sagen. Seitdem ich in Berlin wohne, ich wohne jetzt ungefähr 15 Jahre in Berlin, ich fahre kein Auto mehr. Das ist auf dem Land auch undenkbar. Ja. Kein ja. Auto zu fahren, kein, ne? Das war auch so ein Ding. Ich weiß noch, mit 18, ich hatte sofort Führerschein und dann fährst du sofort, weißt du, und dann sitzt du in deinem Auto und fährst über die Landstraßen und so. Großartiges Gefühl. Ich fahre seit 15 Jahren kein Auto mehr und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt fahren kann noch. Das sind auch so Sachen, die ich wirklich mit dem Land verbinden würde, ja? Also, öffentliche Verkehrsmittel, was ist das? Weißt du, also, wenn der Bus dann mal kam oder so, ja, ja. Also, das war ja, gibt's ja nicht. Also, deswegen, Autofahren, selbst Autofahren, das war ein Gefühl von Freiheit, ne, so dieses, dann dieses Cruisen, ja, über die Dörfer zu cruisen und so, es hört sich absurd an, aber das war schon so ein Moment, an dem ich mich sehr gerne erinnere, zurückerinnere, ne, ja.
Das verbindet uns wirklich sehr. Und ich habe den Führerschein ja nicht nur als etwas empfunden, dass ich jetzt endlich Auto fahren kann, sondern das war ja auch so ein Freiheitsschein, so die erste Absolut, Befreiung. ja. Der Radius wurde auf einmal um ein Vielfaches Vergrößert. vergrößert. Ja, absolut, absolut. Ja, das versteht keiner, wenn die nicht vom Land kommen, weißt du? Versteht kein Mensch. Worüber wir da reden. Und sonst warst du halt, hast du halt Fahrrad gefahren, ja? Ja. Oder warst drauf angewiesen, und das auch kilometerweit, ja? Oder du warst halt angewiesen, irgendwie so diese Fahrgemeinschaften und dann, ah, okay, deine Eltern bringen uns hin, dann holen uns deine Eltern ab, weißt du? Du hast so ein Summ-Ding ständig, ja? Ja. Das war schon. Oder man hat den Bus genommen, der einmal am Tag vorbeikam. Ja, genau. Wenn überhaupt, wenn er denn mal kam, Wenn ja. überhaupt. Das finde Na, ich ja. sehr spannend. Wann hast du denn das erste Mal mit anderen schwarzen Personen connected? Freundinnen, Freunde. Also ich kann mich erinnern, dass ich im Alter von 16, 17 Jahren einen Freund kennengelernt habe, einen Schwarzen, mit dem ich wirklich einen Verbündeten gefunden habe, der Ähnliches erlebt hat, der ähnlich gedacht hat, abgesehen von meinem Bruder, mit dem ich aufgewachsen bin. Was mich nochmal neu inspiriert hat und mir nochmal ganz neuen Schub gegeben hat. Hast du sowas auch gehabt? Ja, aber erst sehr viel später außerhalb meiner Familie, ne? Also ich bin ja mit einer schwarzen Kernfamilie groß geworden, was für heute weiß ein Privileg ist als Ja. Deutsch. Ja, also weil viele schwarze Deutsche wachsen als einziges schwarze Kind in der Familie auf, sehr häufig. Nicht nur, aber oft. Und ich hatte das Privileg, meine Geschwister um mich zu haben, meine Mutter, meine Tante, Oma, immer unglaublich starke schwarze Frauen. Also, aber ich glaube, außerhalb meiner Familie kam das sehr viel später, dass ich geschnallt habe, dass es andere schwarze Frauen gibt und dass es auch eine lange Geschichte des schwarzen Feminismus in Deutschland gibt. Das war ja halt auch so ein Punkt, wo ich habe immer das geglaubt, was mir die weiße Mehrheitsgesellschaft eindoktriniert hat, nämlich dass Schwarze nicht zu Deutschland gehören. Ja. Und ich glaube, wann war das das erstmals? Also im Laufe meines Lebens tauchten ja dann immer so einzeln schwarze Personen auf. Ja. Und ich hatte hier und da dann später eine schwarze Freundin. Aber ich glaube, es hat bis zum Studium gedauert, mit Anfang 20, dass ich da wirklich geschnallt habe, ah, okay, warte mal, es gibt auch Communities. Und es gibt ja eine Ja. lange Geschichte von Communities. Und wie? Und ich kann auch Teil einer Community sein und so weiter, ja? Also sehr, sehr spät, leider. Ja. Und was hat das mit dir gemacht? Also, als ich, wie gesagt, auch auf dem Land ja aufgewachsen bin, wie du, und habe dann diesen Freund und damals Verbündeten kennengelernt habe, war das unglaublich empowernd, wo wir über banale Sachen wie Afro-Kämme finden, was packe ich in meine Haare, wie ziehe ich mich an, was hörst du für Musik, wie tanzen wir, bis andere Sachen, wo wir uns dann auch über politische Sachen dann schon relativ früh unterhalten haben. Ich fand das sehr empowernd. Wie hat dich das verändert? Ich glaube, es hat mich stark politisiert, auf jeden Fall. Das war mein Eingang auch in den Aktivismus, ne, wo ich irgendwie verstanden habe, ohne es vielleicht am Anfang benennen zu können, dass es sich hier um ein strukturelles Problem handelt und dass nicht ich das Problem bin. Das habe ich ja mein Leben lang zu hören gekriegt. Du bist das Problem, ne? Du bist dies, du bist das, zügle dein Temperament. Da, da, da. Na, also irgendwann glaubst du wirklich, du bist das Problem. Und ich glaube, da erst habe ich dann langsam angefangen zu verstehen, dass ich nicht das Problem bin, dass das ja hier Strukturen hat, dass das ja systemisch ist und strategisch. Und dann hat es noch mal ein bisschen gedauert, bis ich das auch als solches benennen konnte. Und deswegen bin ich ja heute immer bemüht, Leuten zu sagen, Leute, wir haben hier ein strukturelles Problem. Können wir bitte darüber reden? Wir müssen über die Strukturen reden. Es sind die Strukturen, die abgebaut werden. Und ich werde nicht müde,
das zu sagen. Vielleicht genau aus dem Grund, weil ich mir gewünscht hätte, dass man mir das als Teenager auch sagt. Dass nicht ich das Problem bin, sondern dass wir tatsächlich hier es mit einem strukturellen Problem zu tun haben. Das hätte mir sehr geholfen, auf jeden Fall. Wenn du jetzt vom strukturellen Problem sprichst, könnten natürlich viele Personen, die uns jetzt zuhören, denken, okay, das sind strukturelle Probleme, da kann ich ja nichts dran verändern. Das macht dann schon die Natasha Kelly, wenn sie ihre Vorträge hält. aber so ist es ja nicht. Wir können ja alle an der Struktur etwas verändern. Absolut, weil, und das ist ja genau das, was ich mit meinem neuen Buch schreibe. Da kommen wir nämlich zu dem Punkt zurück, dass du die individuelle Struktur natürlich, die individuelle Ebene nicht von der strukturellen Ebene zu trennen ist. Dass es wichtig ist, die zu unterscheiden, aber das eine ohne das andere halt nicht funktioniert. Ne? Also wir sind Individuen, die und bewegen uns innerhalb einer Struktur. Und die Struktur gibt vor, wie wir uns bewegen können oder eben nicht. Ja, wie wir handeln können oder eben nicht. Ja, also was wir tun oder sagen können oder eben nicht. Und deswegen, wenn, um die Strukturen zu verändern, müssen wir als Individuen handeln. Ja, so können wir die Strukturen durchbrechen. Und es muss aber auch gleichzeitig auf der strukturellen Ebene gehandelt werden. Das ist alles, was mit Gesetze zu tun hat und so weiter und so fort. Also die Gesetze geben ja unsere Gesellschaftsstruktur vor. Also ich glaube, das Problem, was wir heute haben, das sehe ich ja ganz klar an der politischen Situation, in der wir stecken, ist, dass wir Demokratie für selbstverständlich nehmen, dass wir Menschenrechte für selbstverständlich nehmen, dass wir aber vergessen, dass es Generationen vor uns lange für diese Rechte gekämpft haben, auch auf der Straße gestanden haben, gefeitet haben, um diese Rechte zu haben, die wir jetzt haben und mit Füßen treten stellenweise, ja. Und ich glaube, das müssen wir uns immer vor Augen halten, dass Demokratie immer erarbeitet und auch immer aufrechterhalten werden muss. Es ist nichts, was sich selbst erhält. Und das ist das, was wir gerade sehen, weil jeder lehnt sich so zurück, keiner macht irgendwas und siehe da, jetzt kommen irgendwie die Rechten aus ihren Löchern gekrochen und bedrohen die Demokratie, drehen alles um und geben dir zu verstehen, dass du das Problem bist. Weißt also, das kenne ich ja, wie gesagt, schon aus meiner Jugend. Deswegen ziehe ich mir den Schuh überhaupt nicht an, wo ich irgendwie sage, so, nee, sorry, I am not the problem here, weißt du? So. Jetzt kommen wir schon so langsam ans Ende. Und normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle meine GästInnen fragen, was tust du für die Community und wie unterstützt du die Community? Das brauche ich bei dir nicht zu fragen, weil das machst du ja schon von Berufswegen, indem du dein Buch geschrieben hast oder deine Bücher geschrieben hast, indem du Kuratorin bist und im Museum auch dich dafür stark machst, dass schwarze Geschichte präsent ist. Aber vielleicht hast du eine Botschaft oder eine Message zum Schluss unseres Gespräches für unsere Zuhörenden. Für schwarze Personen, aber auch für weiße Personen, für alle Personen, die uns gerade zuhören. Vielleicht ein empowerndes Zitat von dir. Ja. Ja, vielleicht. Du kannst dir auch ein bisschen Zeit lassen. Ja, aber was mir spontan einfallen würde tatsächlich, ist, dass machtkritische Arbeit, egal ob wir gegen Rassismus, gegen Sexismus oder welchen Ismus auch immer ankämpfen, generationsübergreifende Arbeit ist. Also ich glaube, wir haben den Trugschluss, dass wir jetzt in 2 Jahren, in 2 Monaten oder wie auch immer diese strukturellen Probleme bekämpft haben werden. Und ich glaube, wenn wir mit diesem Wissen in die antirassistische, antisexistische, feministische, wie auch immer Arbeit gehen, dann lässt es uns die Arbeit auch anders machen, weil wir dann nicht ergebnisorientiert an die Sache rangehen, sondern prozessorientiert. Und das finde ich halt extrem wichtig, weil wir oft sonst verzweifeln daran, auch nicht schon wieder. Und ich muss das zum wiederholten Mal erklären, erzählen, machen, tun, was ich schon vor 10 Jahren erklärt habe, was ich schon vor 20 Jahren erklärt habe. Ja, das ist so. Und wir werden die Dinge in 200 Jahren vielleicht auch nochmal erklären müssen, weil es so lange dauert, weil es so lange dauern wird, Strukturen abzubauen. Deswegen mein Aufruf wäre, nicht daran zu verzweifeln und immer wieder das Gleiche sagen, bis der Letzte es vielleicht auch irgendwann kapiert.
Also nicht müde werden, Leute. We're in for the long run. Also. Es ist ein langer Marathon. Ja. Hallo? Das wäre meine Botschaft. Hörst du mich? Ja, vielen Dank. Du warst kurz weg. Ich sagte, das ist ein langer Marathon und wir brauchen einen langen Atem. Genau. Das ist, ja. 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 Obwohl du aus dem Land der besten Sprinterinnen und Sprinter dieses Planeten kommst. Ja, ja, genau. Weiß Bescheid. Weiß Bescheid. Da ist wieder die Norddeutsche. Weiß Bescheid, Digga. Ja, tatsächlich im Leichtathletik ist es herrlich. Das, was ich immer noch gerne gucke. Ne? Natascha, jetzt bist also du wieder kurz weg. Die Läufer, also wenn Jamaica kommt, ich bin am Start. Ne? Ja, da schlägt mein Herz dann tatsächlich für Jamaica auch. Ja, ja, Usain Bolt muss doch irre gewesen sein, den zu sehen als Jamaikanerin, da schlägt das Herz doch richtig hoch. Ja, aber es ist interessant, weil an Usain Bolt bin immer erinnert, aber an Shirley Ann Price nie, obwohl sie mehr Titel geholt hat als Usain. Here weißt we go, du hast total recht. Ja. Ja. Und den Fehler habe ich jetzt auch gerade gemacht. Vielen Dank, dass du mich darauf hinweist. Ja, aber ich meine, Usain Bolt, klar, he's my little brother, aber die Frauen waren schon immer die schnellsten auch, weißt du? Also, never forget your sisters, ja. You bet. Na? Natascha, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dein Terminplan ist very tight. Ja, aber für dich immer. Das hat Spaß gemacht. Freue mich, dich kennengelernt zu haben auf diesem Weg. Ja? Ja, ich freue mich auch und ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben zum Schnacken. Auf jeden Fall. Und vielleicht einen Kaffee zusammen trinken können. Ja, bist du in Norddeutschland noch oder nicht mehr? Ich bin in Norddeutschland. Ja, ich bin in Hamburg. Also, whenever you're in Hamburg, the door is open. I will let you know. Okay. Ja, wunderbar. Tschüss, tschüss. Natascha, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch und sage nochmal an alle Zuhörenden, holt euch das Buch von Natascha Kelly, Schwarz, Deutsch, Weiblich, im September im Piper Verlag erschienen. Vielen Dank, Natascha, fürs Gespräch. Danke und bis bald. Tschüss. Tschüss.